Willkommen zu diesem Workation-Vlog aus Portugal. Vielleicht könnt ihr hier im Hintergrund auch schon das Meer sehen. Ein paar Worte zum Hintergrund dieser Reise. Meine Freundin Jana, die ich noch aus Bachelorzeiten kenne, über die ich euch auch bald in einem Video noch ein wenig mehr erzählen werde, denn darüber wisst ihr im Grunde gar nichts. Auf jeden Fall macht meine Freundin Jana öfter mal solche Workation-Trips und ich hatte ihr dann gesagt, dass wenn sie mal wieder was geplant hat, sie mir gerne Bescheid sagen kann. So kam es, dass ich jetzt mit ihr und ihrer Freundin Karina ein wenig Workation in Portugal mache. Ursprünglich sollten wir eigentlich zu viert oder zu fünft sein, allerdings sind wir jetzt doch nur noch zu dritt. Die beiden sind auch schon seit einer Woche hier in Portugal, waren erst in Porto und dann nochmal in Lissabon im Zentrum. Weil ich aber nicht ganz so lange weg sein wollte, bin ich jetzt erst dazugekommen. Und zwar sind wir jetzt so knapp 40 Minuten entfernt von Lissabon, aber eben am Meer. Ob wir tatsächlich auch mal im Meer schwimmen gehen werden, ist so eine Sache, denn tatsächlich ist es hier gerade gar nicht so heiß, auch wenn es vielleicht anders aussieht. Aber ich muss sagen, eigentlich finde ich es auch ganz gut, dass es nicht so brütend heiß ist, gerade wenn ich mir dann auch noch Lissabon und Porto anschauen werde. Da sind so Temperaturen um die 20, 22 Grad eigentlich ganz angenehm. Der Grund, warum ich jetzt gerade hier so ein bisschen blöd auf der Straße rumstehe, ist, weil ich euch natürlich eine Haustour geben will. Dadurch, dass wir jetzt eben doch weniger Leute sind als gedacht, müssen wir pro Person natürlich auch ein bisschen mehr bezahlen. Aber ich sag mal, für das, was es ist, ist der Preis trotzdem noch vollkommen in Ordnung. Da hätten wir das Haus einmal von außen. Ich könnte jetzt behaupten, dass uns das ganze Haus gehört, aber es ist eigentlich nur hier die rechte Hälfte. Allerdings scheinen in der linken Hälfte gerade keine Leute drin zu sein. Also gehört es quasi im Endeffekt doch uns alleine. Wie gesagt, da geht's zum Meer. Ja, ich bin hier gerade ins Feld gelaufen, nur um euch den besten View zu geben. Und jetzt ist mir der Schlüssel durch die Hose gerutscht. Ups. Also hier wäre einmal der Aufgang, einmal kofferfreundlich und ein paar Treppen. Hier unten seht ihr auch unseren Mietwagen. Also ohne Mietwagen wäre es relativ schwierig hierher zu kommen. Hier nochmal, ja, da vorne seht ihr schon einen Pool, aber den zeige ich euch gleich. So. Ja, hier unten ist der Wohn-, Arbeits- und Essbereich. Hier kommt man dann wieder nach draußen, wo wir unseren Pool haben, den wir tatsächlich auch schon ausprobiert haben. Allerdings ist es wirklich noch zu kalt und windig zum Schwimmen. So. Dann haben wir hier noch eine riesige Garage. Hier ist auch so Zubehör für den Pool. Und ja, ansonsten ist es so eine Mischung aus Hobby- und Fitnessraum. Ich habe hier heute Morgen tatsächlich schon eine kleine Runde Yoga gemacht. Zuerst habe ich es hier auf der Matte probiert, aber weil die zu rutschig war, bin ich dann da auf den Teppich gegangen. Ja, hier unten ist auch nochmal so ein kleines Gäste-WC. Richtig cute. So, jetzt gehen wir uns mal die Zimmer anschauen. Fangen wir mal hier direkt mit Janas Zimmer an. Hat sie noch schön hergerichtet, damit es nicht so unordentlich ist. Ja, der View. Dann hier Badezimmer. Und das Coole an diesem Haus ist ja, dass wir wirklich alle unser eigenes Badezimmer haben. Das ist jetzt mein Zimmer. Ja, Badezimmer.
Dusche. Ich habe natürlich die Dekokissen nicht wieder hingelegt, aber ich habe eine riesige Schrankwand, von der ich genau einen Schrank belegt habe mit Klamotten. Theoretisch habe ich auch so einen kleinen Balkon, aber ja, elektrische Rollläden haben wir auch. Mein Blick geht raus aufs Feld. Aber ist auch in Ordnung für mich. Und weiter oben haben wir Zimmer Nummer 3. So, hier erstmal das Bad. Das ist ein bisschen kleiner. Aber dafür ist das Zimmer halt riesig. Und hat hier oben auch noch mal einen riesengroßen Balkon. Und von hier aus sieht man das Meer auch richtig gut. Ja. Guck mal, wer in der Zwischenzeit aufgetaucht ist. Karina und Jana. Wir sind alle sehr glücklich, hier zu sein. So, und jetzt gehen wir einkaufen. Superman high, life looking different through my eyes. Promise to show you a good time. Those can get lonely and that's why. Gotta get high sometimes. So come and meet me on the other side. Super blue light, evergreen glow. Do what I want cause I said so. Gotta get high sometimes. Little bird hanging out by the window, singing, how are you doing and doing? And we dance in the clouds when the wind blows. Wherever we end up, it's alright. Life looking different through my eyes. Subliminal vision, it's our time. Lows can get lonely, and that's why. Gotta get high sometimes. Wie mache ich das aus? Auf den roten Knopf? Auf den roten Knopf und